So, da suchen wir uns auch den Weg hinein. In die Festung. Schon. Da scheint es nichts weiter zu gehen. Dann schauen wir einfach nach vorne. Scharfschützengewehr, ja, habe ich auch zum Glück dabei. Warum bauen Sie hier draußen eine Basis? Und was suchen wir überhaupt? Bin mir nicht sicher. Aber ich habe das Gefühl, wir werden es wissen, sobald wir es sehen. Aber wenn man die Antworten findet, warum sehen Sie erst jetzt nach? Das ergibt keinen Sinn. Ja, Regierungen eben. Stimmt. Nur Geheimkrammerei. Keine Fakten. Da oben ist etwas. Was war das? Vielleicht Kriecher, kann ich nicht sagen. Viele Freiräume und Dächer hier. Halt Ausschau nach Scharfschützen. In Bewegung bleibt. Das sieht nicht nach Außenposten aus. Mehr nach Lagerhaus. Es ist vielleicht nur eine Fassade. Sie haben hier offenbar etwas versteckt. Ja, aber was? Das werden wir schon noch rausfinden. Es scheint, hier waren Gestrandete. Riecht, als ob die Abwasserleitungen verstopft wären. Was für eine Sauerei. Mal ein bisschen um. Wieder mal die Horrortoiletten. Geht. Du sagst es, die Rohrleitungen sind wirklich verstopft. Das heißt... Es hat sich auch was durchgebohrt. Direkt durchs Scheißhaus. Mitten ins Herz der Leute. Zentrale, hier ist Delta. Hört ihr mich? Delta, Ihr Oberkommando. Haben Sie etwas zu berichten? Nein. Versuche, Zentrale zu erreichen. Zentrale ist offline, Delta. Sie erstatten direkt dem Oberkommando Bericht. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Ende. Roger. Delta, Ende. Scheiße. Ist nur eine Frage. Aber ich mag Magnum einfach. Das ist einfach nur geil. Köpfe weg zu pusten. Willkommen im Jameson Depot. Eintritt nur mit ordnungsgemäßer Identifizierung. Das kann doch nicht wahr sein. Tut mir leid. Für den Eintritt ist ordnungsgemäße Identifizierung erforderlich. Guten Tag. Jack, öffne die Tür, aber schnell! Vergiss es, Jack. Wir müssen das Ding sprengen. Bert, kannst du eine Sprengladung fertig machen? Klar. Normal oder extra stark? Extra stark. Wir sehen uns hier um, bis du fertig bist. Roger, Boss. Bert, Ende. Sehen wir mal, ob es hier Strom gibt. Hoffen mal, dass sie die Stromrechnung bezahlt haben. So. Am Pusteln. Aufpassen. Puste ich ja irgendwas. Zu welche Bastardus. Braucht niemand. Da war schon irgendwas. Etwas, was Unordnung macht. Da vorne habe ich was gesehen. Ein Flammenwerfer, ob der noch funktioniert? Wenn du es wissen willst, probier's aus. Ich weiß nicht. Scharfschützengewehr gegen Flammenwerfer? Ach,
Scheiß drauf. Erinnerst du dich, dass Carmen das Feuer liebte? Er hätte das Ding gemocht. Ja, und er hätte uns die Ärsche damit verbrannt. Ruhe sanft, Carmen. Versuchen wir mal das. Strom ist an. Sollen wir es nochmal mit der Tür? Nein, Strom ist nicht das Problem. Die Sicherung ist es. Gehen wir zurück zum Centaur. Ich glaube, da können wir jetzt aufmachen. Sehr düster hier drin. Hier sind Kriecher! Es brennt. Das war auch so heiß. Jawohl. Noch ein! Ich komme in der Hölle. Jawohl. Da gibt's ein Grillfest. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Grilli, Grilli. Kommt schon rauf. Ihr seid herzlich eingeladen. Jawohl. Da sagt ihr nichts mehr. Da seid ihr einfach nur platt. So. Nur kurz schon wegen Munition. Markus, guck mal. Ich komm schon. Mach dir keine Sorgen. Ich lass dich nicht alleine den Spaß haben. Drehen. So. Hey, was gibt's? Eine Art Sicherheitstür, an der wir vorbeikommen müssen. Vorbeikommen? Du meinst, wir sprengen die Scheiße in die Luft? Genau. Alles bereit, Markus. Bring deinen Arsch rechtzeitig aus der Sprengzone. Und was auch immer du tust, lass es nicht fallen. Verstanden. Ich gebe dir Bescheid, wie es gelaufen ist. Das merken wir schon. Haben wir nur die Pistole zur Verfügung. Aber ich liebe meine Magnum. Hätte ich gewusst, dass extra stark so schwer ist, hätte ich normal verlangt. Jack, versuch dein Bestes. Jawohl, Jack. So ein Mist, die Tür ist versiegelt. Jack, dein Auftritt! Her damit! Du brauchst Maul halt. Da kommen sie, die nächste anrückenden Bastarde. Eine tote Wade! Was ist das? Bleib liegen. Der dämlichen Ärsche. So. Da vorne ist eh schon die Tür. Oh ja! Yeah. Oh ja! Yeah. Thank you.
schaffen wir schon. Bams. Oh ja. Ich schätze, einmal kommt noch was. Bam. Halt mit dem Kolben eine auf die Fresse, wenn man nicht trifft. Willkommen zurück. Können Sie sich jetzt korrekt ausweisen? Natürlich. Oh ja, das hier wird dich sicher überzeugen. Bitteschön. Muss man Bert lassen, er leistet ganze Arbeit. Er mag es auch, wenn es rumpst und bumst. So, mal lieber schauen, wie der in Deckung geht. Das sieht hier hinten ganz anders aus. Willkommen in der New Hope Forschungseinrichtung. Ich bin Nines. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen helfen kann. Ist das eine Aufnahme? Ich glaube, ja. Tatsächlich bin ich nicht nur eine Aufnahme. Was? Bitte, kommen Sie rein. Ich erzähle Ihnen mehr über die Einrichtung. Okay. Bin ich mal gespannt. Sieht aus wie eine Art Arbeiterunterkunft. Oder Internierungscamp. Mann, das ist kein guter Ort. Diese Einrichtung erfüllt die höchsten Standards. Das versichere ich Ihnen. Wir sind stolz auf unsere Einrichtung. Da bin ich mir sicher. Oberkommando, hier ist Delta. Hören Sie mich? Roger, Delta. Was gibt es? Wir sind in der Einrichtung, aber es gibt ja ein paar Überraschungen. Und ich glaube nicht, dass sie verlassen ist. Sie sollte leer sein, Delta. Was sehen Sie? Nicht sehen, hören. So ein Typ kontrolliert die Sicherheitssysteme. Feindlich? Nervig. Klingt, als hätten Sie alles unter Kontrolle, Delta. Melden Sie sich wieder. Oberkommando Ende. Typisch, typisch, typisch. Alles muss man selbst machen. Nehme ich mit. Natürlich. Der Schrotflinte ist immer schön mitzunehmen. Was haben wir denn da? Blumen. Schön. Kuckuck. Wie Sie sehen, haben wir in New Hope die höchsten Sicherheitsstandards. Man kann ja nie genug Sicherheit haben. Nicht wahr? Stimmt. Der Typ spinnt. Ich hab's bemerkt. Könnte interessant werden. Ja! Wir sind stolz auf die Sauberkeit unserer Einrichtung. Schmutz wird nicht toleriert. Danke, dass Sie helfen, den hohen Standard der Einrichtung zu halten. Bitteschön. Wenn das hier ausgezeichnet ist, müsst ihr die Standards anheben. Führt uns das alles nur hin. Am Schwein. Da können wir nicht rein. Das ist auch eine Selbstschussanlage.
schätze mal, die macht uns eine Menge Aua. Also das irgendwie überlisten. Ich möchte nur kurz schauen, ob es da Schalter gibt, vielleicht zum Abschalten, aber anscheinend nicht. Oder vielleicht kommen wir dort noch hin. Wenn Ihnen auf dem Weg durch die Einrichtung etwas auffällt, das nicht unseren Standards entspricht, lassen Sie es uns wissen. Wir möchten Sie zufriedenstellen. Ja, in der Tat. Das glaube ich dir irgendwie nicht. Geräusche, was da abgehen. Na, Flammenwerfer will ich jetzt nicht, das habe ich eine Schrotflinte. Sicherheitssystem eingeschaltet. Oh! Mal ausweichen. Okay. Das wird jetzt interessant werden. Abwarten. Schalten, falls von hinten was kommt, damit die gleich auch einen Spaß damit haben. Muss das wehtun? Jawohl! Auf die Knie! Ach, glaubt. So, ganz in Ruhe und in Frieden die vorbei switchen lassen. Sicherheit und Sauberkeit sind das höchste Gut. Meinen Sie nicht? Ja, ja, wie du meinst. Meint ihr das ernst? Oh. Ab da. Ab durch die Duschen. Sicherheitssystem eingeschaltet. Das, da komme ich nicht durch. Fuck. Sicherheitssystem deaktiviert. Okay. Das kann ich nicht mehr also es bleibt besser deaktiviert. Oh, seid ihr die hässlichen Kackfressen. Na komm. Friss mal das. Verdammt, war schön. Danke, Duben, dass du mir ausgeholfen hast. Kriecher!
Bams. 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 Noch ein! Jawohl. Hier rumpft es.